Sie kennen sie also, Mr. Handy? Nein, ja, sie wohnen in der Nähe. Ich kenne sie vom Sehen und sie kaufen hier häufig Kuchen ein. Ob ist ein großer Fan meiner Windbeutel. Kaum zu glauben, dass die beiden verschwunden sind. Die Themse ist ein gefährlicher Fluss. Ob's Familie. Ob's die Familie war, wissen wir nicht. Ist sicher am Boden zerstört oder vielleicht auch schon in der Themse. Ob's fair. Oh, Sie kennen auch Ihre Familie? Ja, nein, ja. Ich will mal ja, nein sagen, weil das, ja, ist, das spricht sich besser als nein, ja. Ja, nein. Um genau zu sein, hat Ihre Familie gerade Windbeutel bestellt. Wahrscheinlich für ob. Im Ernst? Ihre Tochter wird vermisst und Sie bestellen Süßwaren? Für Ihre Tochter. Ich fand's auch ein bisschen komisch, aber Bestellung ist Bestellung, also hab ich geliefert. Und welchen Eindruck machten Sie, als Sie die Bestellung entgegennahmen? Sie haben nicht mit mir geredet. Sie haben einfach nur die Windbeutel genommen und die Tür wieder zugemacht. Hochinteressant. Die Gebrüder Handy hatten da ein paar hochinteressante Informationen für uns, was? Nicht halb so interessant wie die Makronen da hinten im Regal. Nicht jetzt! Gut, in Ordnung. Mal sehen, ob sonst noch wer in der Chancellor Informationen für uns hat. Vielleicht gehen wir besser zurück zum Büro. Könnte sein, dass da in der Ecke jemand etwas sagt. Oh, vielleicht kriegen wir neue Kleider. Und erstmal müssen wir Hinweis müssen wir gucken. Ja. Hier sind bestimmt wieder irgendwelche. Oder neue Rätsel? Nee, ich glaube. In der Uhr. Oh, was? Oh, hier ist was zum Abstauben. Okay. Auf der linken Seite. Siehst du? Rätsel! Okay, also muss ich mir das mit der Uhr merken. Meine Güte, ich sehe da ein Rätsel zwischen den Leckereien von Mr. Handy. Ob man es wohl essen kann? Ein essbares Rätsel. Wie lecker. Oh, ich weiß nicht so recht, Miss. Vielleicht sollten wir es lieber lösen, anstatt es zu essen. Okay. So, jetzt. Aufholjagd, Teil 1. So süß. So süß. Oh nee, wollen wir die auch zählen? Ja. Warum nicht? Ja, mit Raten ist halt scheiße. Wieso okay, raten? Okay, sagen wir beide, wir versprechen, dass wir nicht raten werden. Außer wir sagen, dass außer wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, würde ich sagen. Nein. Wenn es mehr als zwei Möglichkeiten gibt, dann lösen wir es. Nein, wir denken vorher. Oder sonst dann, hier die Sonderregelung, dass jemand, der es falsch hat, also diese Sonderregelung, die ich mal vorgeschlagen habe? Nein. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt, ja, wie okay, will man ja, das okay, jetzt mit? Die Sonderregelung, wenn es falsch ist, hat derjenige verloren. Außer der andere hat es auch falsch. Ja. Okay. Okay. Was man mit einer Hand alles machen kann. Das klingt falsch. Okay. Okay, ja, los. Okay. In diesem Bonbonladen gibt es einige Süßigkeiten, bei denen die eine Seite pink und die andere blau ist. Mhm. Und die jeweils mit Spielkartenfarben dekoriert sind. Mit Spielkartenfarben, hä? Mhm. Ja, ach so, auf der einen Seite sind die rot und auf der anderen blau wegen so schwarz und rot. Zum Beispiel, ja, oder ja, irgendwie, oder Spielkarten. Und die jeweils mit Spielkartenfarben dekoriert. Also wahrscheinlich so mit diesen Spielkartenzeichen. Ach so, okay, ja. Hm. Mhm. Der Laden hat 4 Süßigkeiten im Sortiment und wie du auf den Bildern erkennen kannst, wurden an Tag 1 und Tag 2 keine davon verkauft. Oh. Am dritten Tag wurde eine verkauft. Schau dir die Bilder an, um herauszufinden, welche Spielkartenfarbe auf der pinken Seite der verkauften Süßigkeit war. Ich muss auch erstmal gucken. Erstmal die Bilder angucken. Ja. Okay, Welche Spielkartenfarbe ist auf der pinken Seite? Ach so, die haben also ein... jetzt verstehe ich. Okay. Also auf der Rückseite ist auch ein anderes Symbol oder wie? Ja, also es ist so... Ich habe schon verstanden, wie das funktioniert. Ja, ich bin mega verwirrt gerade. Keine davon verkauft, aber warum?
bin gerade mega verwirrt. Und ich bin gerade langsam am Lösen des Rätsels, aber das ist echt schwer. Ich weiß halt auch nicht, was die Striche bedeuten sollen. Hm? Da unter den Karten sind so Striche, die entweder nach links oder nach rechts gehen. Hat das was zu bedeuten? Striche, die nach links oder nach rechts gehen? Ja, oben in den Sprechblasen. Ach so, na, das sind die Stiele oder sowas. Die haben, oder so irgendwas, weil die eine Richtung ist. Ja, aber was bedeuten? Vielleicht ja. Aber an sich, die Striche sind immer, glaube ich, an der von der roten Seite, also wenn man die rote Seite sieht, immer unten rechts. Ah, ja, und wenn man die andere Seite sieht, sind sie... Ich bin mega verwirrt. Es muss ja was anderes sein als Tag 1 oder Tag 2. Mhm. Weil sonst hätten sie ja vorher das schon verkauft gekriegt. So gesehen. Mhm. Aber warum sollte man das zum Beispiel nicht kaufen, wenn auf der einen Seite Pik und auf der anderen Seite Herz ist? Hm. Das ist echt kompliziert. Oh Gott. Ich habe nicht mal einen Lösungsansatz. Ich würde sagen, ich hab's. Aber ich könnte auch falsch liegen. Mhm. Wenn ich kurz auf meine Idee hören könnte. Ich hab's richtig. Eine echte Erleichterung. Ganz sicher war ich mir nicht. Ich hab halt null eine Erklärung. Also das Einzige, was ich halt weiß, es ist kein Herz. Also soll ich dir mal erzählen, was ich mir auch für, also ich, es war vielleicht auch aus meiner Notiz schon zu sehen. Ich hab die und zwar, gesehen. Genau, und zwar vergleich erstmal die drei, die noch da liegen, mit denen, die du dort oben in den Sprechblasen siehst. Und du wirst sehen, da sind welche, die könntest du theoretisch wegstreichen. Hat da was verändert oder was? Naja, warte mal. Nee, und zwar geh nochmal in die Notizfunktion, da siehst du nämlich dann auf dem unteren Bildschirm ja auch diese, und zwar bei Tag 3, da siehst du ja zum Beispiel einmal auf, also dieses Herzchen in Rot, und das gibt es halt auch oben bei Tag 1. Ja. Das kannst du mal beides wegstreichen. Ja, aber warum? Mach mal. So, jetzt findest du bei Tag 2 auch dieses Blaue mit dem... Achso, es gibt mehrere Varianten. Hm. An dem Tag. Nee, das sind ja alles die gleichen immer. Kann ja nicht immer die gleichen sein. Doch, es wurden ja am ersten und zweiten Tag keine von denen verkauft und deswegen sind das alles genau die vier gleichen Süßigkeiten. Ich dachte, das war im Rätseltext so klar. Ich hab gedacht, bin ich dumm. Hat die jeden Tag ausgetauscht? Nee, erstens das habe ich gedacht. Zweitens habe ich gedacht, das ist irgendwie so gemeint, dass... die bei Tag 1 das Herz auf der einen Seite halt das grüne Herz und auf der anderen Seite ist das rote Pik. Er hat ja vier Süßigkeiten und die sind halt immer von einer Seite zu sehen. Ja, okay, dann warte. Na, dann mach mal den Rest. Ja, jetzt müsste es ja eigentlich... Ja, klar. Oh, ich hasse es. Aber wie sollen das... Es kann doch auch sein, dass jetzt zum Beispiel irgendwas von denen... Ja, dann würde ich jetzt sagen... Du musst da auf das C klicken. Ja, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich war mir auch nicht sicher und ich habe es probiert. Okay, komm, ich probiere mal. Weil ich auch dachte, also... Es könnte ja theoretisch noch eine ganz komplizierte Möglichkeit geben, wo vielleicht das nicht so offensichtlich ist. Ja, aber ich habe es ja total falsch verstanden gehabt. Ja, auf jeden Fall, ja... Ich habe halt gedacht, so auf einer Seite ist es... Ich fand es kompliziert.
Na, auf jeden Fall. Super leckere Antwort. Die Spielkartenfarbe auf der pinken Seite war Kreuz. Die Bilder vom Tag 1 und Tag 2 zeigen dir, was auf der Vorder- und der Rückseite aller Süßigkeiten ist. Ich hab gedacht, das ist jetzt ausgetauscht von wegen so, ja, am Tag 1 hat's nicht funktioniert, probieren wir mal eine andere Seite auf der Rückseite oder so. Ah, na dann ist ja, ja, wenn die das so zeigen, aber das wird ja auch erst jetzt gesagt, oder wie? Das ist voll gemein, weil man erst dann am Ende ich hab halt gedacht, so den entscheidenden Hinweis. Ja, ich hab halt gedacht, irgendwie, ja, weil es sich halt nicht verkauft hat, hat er irgendwie die Rückseite geändert oder sowas. Und deswegen habe ich Herz halt zum Beispiel ausgeschlossen, weil ich gedacht habe, Pik und Herz war am ersten Tag. Und weil es ja nicht verkauft wurde, hat er das geändert und deswegen ist es nicht mehr Herz. Ja, ja. Ich habe da sehr... Naja, jedenfalls, übrigens, hallo Kira, wir haben jetzt das Nummer 22. Rätsel. Und haben heute nur eins bisher gehabt. Es ist jetzt 12 zu 7. Es ist jetzt 12 zu 7, immer genau. Immer noch für mich. Immer noch für sie, ja. Ich muss da echt lange aufholen wahrscheinlich. Ja, und ich werde trotzdem noch weiterhin Fortschritte machen. Wenn Juhu, ich immer so geschafft. Weiß, okay. Ja. Sehr gut, Ernest. Ach, du wirst mich sowieso zu 2/3 oder so schlagen. Dafür habe ich mir doch einen Kuchen verdient, oder? Auf jeden Fall, aber vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür, ein Fahrrad drin zu benutzen. Bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? So, was hast du gesagt in der Uhr? Mhm. Bling! Und in der Lampe. Bling! Sonst noch irgendwo? Übrigens, die Kekse, die du mir geschickt hast, die sind als Bild in WhatsApp, die sind unten rechts. Die Handykekse? Ja. Unten rechts? Da. Ah ja, da! Ja, stimmt. Die sehen ja auch aus wie Handys. Merkwürdigerweise. Wie haben die das mit dem Wortwitz hinbekommen? Okay, ich glaube... Naja, aber nur zwei Hinweismünzen ist doch unüblich. Naja, später können wir immer noch reingehen, falls es... Ich gehe weiter. Schon mal, dann. Du kannst... Genau, wir können das ja so aufteilen, damit wir immer ein bisschen... Aber mir wird nichts mehr irgendwie doof angezeigt. Ja, eben. Also... Ja... So, wir gucken wir dann. Ja. Aha! Was ist, Cat? Hast du einen Geistesblitz? Nein, die Boutique hat offen. Oh nein, nicht schon wieder. Ich wusste es, ja. Dass ich es nicht gesehen habe. Ja, die war doch letztens geschlossen, oder? Die alte Dame meinte, die Eigentümerin würde nur öffnen, wenn ihr gerade danach ist. Und die alte Dame ist bestimmt die Eigentümerin. Ja, das war nur geschlossen, weil dann diese scheiß Pfütze war. Lasst uns reingehen und uns umschauen. Ich bin so gespannt. Gerade besonders deshalb, weil sie ja letztes Mal geschlossen war. Klar doch, diesen Fall lösen wir durch eine Shoppingtour. Sei nicht albern, Sherlock. Aber wir könnten wichtige Informationen finden. Gut, man weiß ja anscheinend nie, woher die nächste heiße Spur kommt. Braver Hund, feiner Hund. Dann gehen wir mal rein. Okay, so. Okay. Was oder irgendwas suchen? Erstmal. Mit John Lennon? Ich meine. Mit Ringo. Ja. Hat leider kein Rätsel. Die Defektive wieder. Ich überlege gerade, ob ich zum Uferfest gehen soll oder nicht. Oh, wir waren gerade dort und es war traumhaft. Es ist eine Menge los wegen des Uferbekenntnisses heute Abend. Man hätte bei dem voll tolle Rätsel machen können, weiß ich nicht, so mit Titeln wie Lucy in the Sky with Diamonds oder Yellow Submarine. Übrigens ist von diesem Lied abgeleitet von Fairy Tale Lucy. Hä? In Fairy Tale gibt es einen Charakter namens Lucy und die ist nach diesem Lied benannt worden. Ach so, ich dachte, das Lied nach ihr, das wäre ein bisschen unwahrscheinlich. Nein. Doch, ey, weißt du, die Beatles waren voll die Otakus. Bevor es Anime gab. Kira, natürlich. Nein, ich werde nicht verlieren. Jetzt nicht mehr. Oh